anbeißen. Herzlich willkommen, meine Herren. Willkommen im Herzen der Sevastopol Synetic Solution. Nächster Halt auf unserer Tour ist das Syntec-Turm mit Apollo-Kern. Aber zunächst ein Beispiel für Androiden-Selbstführung. Benötigen. Warte mal, ich glaube, ich gucke mal, ob ich hier lesen kann. Selbstführung benötigt die Apollo Synetic eine größere Reparatur, als die Weltwerkstatt durchführen kann. Kommen Sie her. Wir sind davon überzeugt, dass dies die erste Lieferung vollautomatischer Syntheten-Reparatureinheiten ist. Ganz ohne den Einsatz menschlichen Wissens. Ganz ohne teures Training. Alle Daten kommen direkt von Apollo. Jeder Eingriff wird in den Logs gespeichert. Meine Herren, so sieht die Zukunft aus. Morgen gemeinsam. Ja, noch mehr Arbeitslose. Achso, warum bin ich denn jetzt rausgegangen, ich Idiot? Weiß auch keiner. Russell, die von oben wollen eine Komplettübersicht über das gesamte Komponentenlager. Ein paar der Sachen da sind nützlich, ein paar sind Schrott. Schätzwerte wollen sie auch. Smooth. Keine entsprechenden Dateien. Fehlerhaftes Dateiensystem. Kein Internetzugriff. Ich scheine ja hier relativ viel Ruhe zu haben. Keine synthetischen, keine Menschen, kein Alien. So ist es schön. So liebe ich es. Ba-da-ba-ba-ba. Ja, super. Schrott. Warte mal, das ist irgendwas Wichtiges. Irgendwas Wichtiges. Rauchgranaten! Jetzt geht's hier los, Alter. Scheiße. Das ist nicht gerade der beste Ort, sie zu verstecken. Aber das ist gerade der einzige Ort, den ich habe, um mich zu verstecken. Okay, weiter geht's. So, und nu? Jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was? Tja, Spiel ist vorbei. Was? Ich kann die Leiter nicht da hoch. Kann es sein, dass es sich noch da unten rum bewegt?
Tatsache. Ich fühle mich wie im Zoo. Mama, das Krokodil! Abgehauen? Scheiße. Einen Spielstand laden. Echt schwierig jetzt herauszufinden, ob das dann oben oder unten ist, das Biest. Ach, ich muss den Bauplan jetzt nochmal holen, ne? Scheiße. Mich vielleicht dabei beobachtet, wie ich es beobachtete. Beobachtungsception. Wo? Das kann ich auch mal mitnehmen. Schock brauche ich nicht. Ich muss immer ganz zurück, ne? Ich muss nur jedes Mal, wenn ich sterbe, mich daran erinnern, dass ich hier die Baupläne mitnehmen muss. Aber hier war ich noch nicht. Vor allem habe ich hier schon wieder so eine Safe Station. Leute, oh, direkt daneben ist noch eine Safe Station. Ja, das helfen wir nochmal. War ja auch ein weiter Weg. Voller Gefahren und Abenteuern. Direkt an diesem Ding. Oh, war es nicht doch schon der, der ich war? Nee, ist ein komplett... Hä? Ist ja komisch. Ich glaube, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Nee, sind zwei Speicherpunkte hier. Tatsache. So, ihr kleinen Wixers. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich bin leicht verwirrt. Das ist doch nicht dein Ernst. Du hast dich nicht bewegt. Ich sehe dich. Ja. Den Strahl ihrer Taschenlampe. Ich hatte doch gar keinen Strahl in der Taschenlampe an. Die Sache mit der Taschenlampe. So werde ich die Folge nennen. Als ob. Ich glaube, ich muss nach unten wieder.
Kompressorzylinder für den Aufzug. Ich soll einen Kompressorzylinder für den Aufzug suchen. Wenn ich so ein Kompressorzylinder wäre, ich wäre irgendwo wahrscheinlich. Naja, wir sind ja zu blöd, darüber zu springen. Das Geile ist, hat er das Alien jetzt erwischt oder ist das Alien abgehauen? Und wenn das Alien erwischt hätte, dann ist das jetzt anscheinend ein anderes Alien. Vor allem hat das Alien nicht auch irgendeinen Namen, irgendwie so ein super cooler Special Ultra Neger Speed Namen. Xenomorph oder was weiß ich, wie so ein Ding heißen könnte. Was haben wir denn hier? Boah, what the fuck, fuck. Boah. Macht das Licht wieder aus? Wie weit kann dieses Ding von der Tür entfernt sein? Leuchtfackel! Ungültig. Morgen gemeinsam 2. Morgen gemeinsam. Seeksons Reise in die Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Seek. Zuerst erschienen in Auge auf Seekson. Unser bemerkenswertes Wachstum. Seek und Sohn wurde zum Rückgrat in der Kolonialausbreitung. Mir nach mit Übergeschwindigkeit mit verlässlichen Komponenten, die die Menschheit in den Weltraum brachten. Hierdurch wuchs das Unternehmen und im Jahre 2066 betrieb das große Produktionsstätten in London, Buenos Aires, Nagasaki und Schickard-Wargenten. Ach du Scheiße, auf dem Mond. 2071 verkaufte die Familie Seek ihren Anteil an der Firma und Entwicklung hielt stetig an Rivalen und Gegner an. Ich glaube, das ist ein Punkt. Rivalen und Gegner sahen mit Neid dabei zu, wie Seek und Sohn zu Marktführern bei der Produktion von Autos, Chemikalien, Bildungsstättungen und Baumaterialien wurde. Zum Ende des letzten Jahrhunderts kam es zu einem Ereignis, das unsere gemeinsame Zukunft einläutete. Aus Seek und Sohn wurde Seekson. Wir nahmen den Namen, unter dem unsere Kunden uns schon seit Jahrzehnten kannten, und wandten uns gemeinsam den Morgen zu und den Sternen. Smoothie haben sie ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt. Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Bestseller für eine Ladung Sevastopol-Hiwis sind. Falls die sich für Wayland Yukani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Seekson zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Vergeigen sie das nicht. Spedding Ende. Achso. Entschuldigung. Heute habe ich es auch wieder mit dem Lesen, Alter. Hochgehen zum Warenlager. Was denn noch alles?
Welchen Androiden? Oh. Was soll ich denn noch alles machen? Ich bin doch gerade nur Verkackeiern. Was war das? Was habe ich da gerade gefunden? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wie ihr merkt, wir haben hier ganz viele Aufgaben und werden uns diesen ganz vielen Aufgaben in der nächsten Aufnahmesession widmen. Wir speichern die also ab. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Ciao!